Kreise von Handzeichnen nervt und du hast Bock auf selber bauen? Dann bau dir einen Zirkel. Du brauchst ein Reststück Holz. Das fräst du eine T-Form. Dann sägst du dir deinen Holzrest in zwei Teile, a 5 cm. Als nächstes musst du eine ganze Menge Löcher anzeichnen. An den Seiten und an der Oberseite und bohren. Dann bohrst du dir noch ein kleines Loch an eine der Seiten, das du mit einem Gewindebohrer nachbohrst. Jetzt oben einsägen und einen Teil der T-Nut wegstemmen. So sehen die fertigen Klötze dann aus. Jetzt geht's ans Zusammenbauen. Bleistift rein und mit Gewindeschraube fixieren. Klötzchen auf T-Nut stecken und festschrauben. Zum Festmachen des Zirkels nehme ich eine Schraube. Einfach im Holz festschrauben. Jetzt kannst du anzeichnen. Genial, oder? Mit diesem Zirkel kannst du übrigens auch fräsen. Für mehr Infos schau gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei.